Ungemütlich einen Kaffee aus einem Pappbecher, aber ist halt so. Herzlich willkommen, junge liebe Fans, auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Kanal Mike Wieler TV. Ja, es geht weiter mit Ausgabe Night Rider. Jetzt machen wir weiter mit dem anderen linken Kotflügel. Ausgabe 85 hier auf meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß bei dem Bauvideo. So, hier ist er. Aber wie immer gucken wir uns erstmal das Heft an. Wie immer. Wieder schöne Bilder aus der Szene, aus der Serie. Was Kit alles kann. Hier ist, glaube ich, die Szene, wo seine sogenannte, hier, es wird auch Kit zerstört, die Szene, diese Serie können wir eigentlich wirklich alle nicht leiden. Hier sieht man die Szene, wo er von dem Zeug bespritzt wird, da die Versiegelung, was Kit sein, überhaupt sein Herzblut ist, was wirklich ihm schützt gegen alle Schläger, ist ja diese super Schichtung, was härter ist wie Stahl, was ihn unzerstörbar macht. Aber durch diese Flüssigkeit wird das zerstört und dann wird Kit zerstört. Und das ist, waren wir früher wirklich alle traurig gewesen, wie das passiert ist. Ejo, aber gut. Er wurde wieder neu aufgebaut. Hier ist Kotflügel, Bauanleitung und natürlich dann, wie hieß die Versiegelung noch einmal? Ich kann das nicht aussprechen. Warte mal, die Molekularversiegelung. So, das ist das. Die Schicht, was Kit hat. Und jetzt wollen wir anfangen zu bauen. Bauen, 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 bis der Arzt kommt. Hier ist nichts mehr drin. Ich glaube, hier sind noch ein paar Schrauben, die drin sind. Ich habe letztens bei der Ausgabe was vergessen. Was ist hier drin? Da ist so ein Sieb drin gewesen. So eine für die Lüftung. Bei der nächsten Ausgabe werde ich euch mal zeigen, wie das zusammengebaut wird. Aber jetzt machen wir erstmal den Blinker fertig. So. Das wie gehabt, letztes Mal, wie kommt es rum, so rum. Tja, habe ich heute gehört, dass unser TV-Legende Hans Meiser verstorben ist. Auch mein großes Beileid. Ja, Notruf. Das war die auch Zeit mit dem Thema Night Rider, auch die Zeit, wie alles im Fernsehen kam. Also ist schon wirklich ganz große Tragödie, wenn so eine Legende nicht mehr da ist unter uns. Das erweckt die Kindheit hoch. Da waren wir ja alle noch in der Schule. In den 90er. Natürlich 80er, aber gab es ja Night Rider auch schon. Aber die Zeit zwischen 80 und 90 war ja auch RTL dann im Start. Traurig. Habe ich heute auch erst gelesen und dann hat der Bumu TV, der Marc, schöne Grüße an dir, gesagt, dass er verstorben ist und das ganz große Legende nicht mehr da ist. Ja. Und sind wir auch schon wieder fertig mit der Ausgabe. Ausgabe 86. Von der Fernung. Wir haben jetzt den Blinker montiert. Und ich muss auch sagen, qualitätsmäßig sind die ganzen Metallsachen von Fernung echt cool. Sieht aus, ob die Mukul... Mein Gott, wie heißt diese Siedlung? Sorry, dass ich dieses Wort nicht aussprechen kann. Molekularversiegelung.
Oh Gott. Was hier drauf ist, seht ihr das? Das glänzende. Eine wird natürlich mir sagen, hör mal, überleg doch mal, vielleicht kannst du so eine Versiegelung machen. Naja. Gut, das war die Ausgabe 86. Wenn euch das kurze Video gefallen haben sollte, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt immer auch danach, wenn ich weitermache, dann werde ich auch bei der nächsten Ausgabe, wenn ich jetzt mache, kommt dann die Ausgabe 86 beim nächsten Mal. Da mutieren wir auch dann die Nase. Wird mutiert. Bevor dann der Kotflügel dann befestigt wird, werden die ganzen Kabel verlegt. Und ja, ihr seht, dann ist Kit fast das Chassis fertig. Da werden die ganzen Sachen innen drin verschraubt und dann, ja, sieht er dann vorne so aus. Das wird euch bei den nächsten Ausgaben erwarten. Ja, das ist wirklich Mordsarbeit. Da müssen alle Kabel verlegt werden. Oh, das mache ich lieber im helleren Tag. Gut, das war's. Mike meldet sich ab. Wenn wir uns sehen, noch einmal. Ich hoffe, dass euch das Video mal gefallen haben sollte. Lasst einen Daumen da. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Euer Mike, immer am Start. Bis dann. Ciao.